Wenn ihr das nächste Mal draußen seid und einen Spaziergang durch einen nahegelegenen Wald macht, solltet ihr am besten vorsichtig sein. Weil es gibt derzeit ein Phänomen, welches auch hier in Deutschland mehrfach beobachtet wurde, welches gefährliche Folgen haben könnte. Denn solltet ihr durch einen Wald spazieren und ihr seht auf einmal, mitten im Wald, scheinbar ohne jeglichen Grund, Treppen, die in den Himmel zeigen, dann solltet ihr ganz vorsichtig sein. Zumindest, wenn man dem Mysterium, über das ich heute einmal reden möchte, Glauben schenkt. Denn angeblich wird derzeit im Internet immer und immer wieder darüber berichtet, dass Leute in Wäldern, einfach ohne jeglichen Grund, mitten tief im Wald, weit weg von jeglicher Zivilisation, Treppen finden, die in den Himmel zeigen. Diese Treppen sehen unterschiedlich aus. Teilweise sind es steinerne Treppen mit Griffen an den Seiten, die einfach ins Nichts führen. Teilweise sind es hölzerne Treppen oder welche, die aus Metall gefertigt wurden. Manche Treppen sehen aus, als ob sie schon Jahrtausende alt wären, während andere Treppen aussehen wie neu. Teilweise wurden hölzerne Treppen gefunden, die mitten im Nichts standen und so aussahen, als wären sie gerade erst dorthin gezimmert worden. Grundsätzlich beschrieben gerade auf Seiten wie Reddit und 4chan immer und immer mehr Leute ihre Erlebnisse mit eben solchen Treppenstufen, die sie im Wald beobachtet hatten. Und grundsätzlich waren die Beobachtungen immer gleich gewesen. Leute schrieben, dass sie entweder vor kurzer Zeit oder vor Jahren mal durch Wälder spaziert waren und auf einmal mittendrin trafen sie auf Treppen. Diese Treppen waren abseits von jeglichen Wanderwegen gewesen. Diese Treppen waren abseits von Häusern oder anderen Gebäuden. Sie waren das Einzige, was mitten in Waldlichtungen stand. Und grundsätzlich könnte man sich denken, was ist schon dabei? Dort stehen einfach irgendwelche Treppen, nichts Besonderes, vielleicht einfach nur ein wenig seltsam. Doch die meisten Leute, die diese Treppen gesehen haben, beschrieben gleichermaßen auch, dass sie ein ungutes Gefühl hatten. Viele Leute hatten beschrieben, dass in dem Moment, als sie die Treppe sahen und sich der Treppe genähert hatten, sie spürten, wie ihr Herz schneller schlug. Manche beschrieben sogar regelrechte Panik, die sie verspürten, oder ein ungutes Gefühl, so als würde jeder Schritt, der näher an diese Treppen führte, ihnen mehr und mehr das Gefühl geben, sie würden von irgendjemandem oder irgendetwas im Wald beobachtet werden. Es gibt mittlerweile im Internet hunderte Sichtungen, wo eben solche Treppen gesehen wurden. Alles begann damit, dass einige Leute aus Amerika posteten, dass sie eben über solche Treppen gestolpert waren, die mitten im Wald platziert waren. Die ersten Treppen, die gefunden wurden, waren meist recht kleine, mit Moos bedeckte Treppen, doch irgendwann kamen neue User aus Amerika hinzu, die von ihren Erlebnissen berichteten. Doch dieses Mysterium ist nicht auf Amerika begrenzt, denn mittlerweile kommen die zweitmeisten Sichtungen von eben solchen Treppen aus Deutschland. Die unterschiedlichsten Leute in Deutschland, aus dem gesamten Land, sind hervorgekommen und haben ihre Erlebnisse und ihre Fotos geteilt. Auch sie haben eben draußen in den Wäldern die unterschiedlichsten Treppen mit ansehen können. Wenn diese Treppen nun weltweit ohne jeglichen Grund auftauchen, ergibt sich natürlich die Frage, warum sind diese Treppen da? Aus welchem Grund sollten diese Treppen eben dort einfach hingestellt werden, gerade wenn manche neu aussehen? Und für was werden sie gebraucht? Zunächst kommen wir einmal zu den Theorien, die eben über diese Treppen aufgestellt wurden. Eine Theorie, wo Leute mit Logik versucht haben, an die Sache ranzugehen, war sofort gewesen, dass diese Treppen vielleicht einfach nur Überbleibsel von Ruinen sind. Dass eben an diesen Orten früher Häuser gestanden haben, die mittlerweile nicht mehr existieren. Beispielsweise waren in deutschen Wäldern gerade zur Zeit des Zweiten Weltkriegs viele Bunkeranlagen gebaut worden und auch viele Außenanlagen, Geschütztürme und dergleichen. Und es könnte eben sein, dass diese Türme mittlerweile eingestürzt sind, doch die Treppen eben nicht. Theoretisch ist dies eine recht glaubhafte Theorie. Das Problem ist nur, dass diese Theorie nicht alles erklärt. Einerseits, warum gibt es nur noch diese Treppen und der komplette Rest, jeder Rest dieser Ruine ist komplett vom Erdboden verschluckt. Leute, die diese Treppen im Wald gefunden haben, suchten die gesamte Umgebung ab und fanden keine Spuren von irgendwelchen Ruinen, keine kaputten Häuserwände, keine Ziegelsteine, die irgendwo auf dem Boden verstreut lagen. Es waren wirklich nur diese Treppen, so als ob nie etwas anderes dort gewesen wäre.
Und wenn diese Treppen eben Überbleibsel von Ruinen waren, dann stellt sich die Frage, warum manche Leute beschrieben, dass sie Treppen gefunden haben, die wie neu aussahen. Dass sie teilweise hölzerne Treppen gesehen haben, die eben seit dem Zweiten Weltkrieg mittlerweile völlig zerstört sein müssten, die aussahen, als wären sie erst vor kurzem gebaut und dorthin gestellt worden. Weil eben so viele Leute beschrieben, dass dies keine Ruinen oder verlassenen Gebäude sein könnten, sind viele Leute der Meinung, dass wir eben hier keine logische oder natürliche Erklärung haben, dass wir eben mit diesen logischen Theorien nicht herausfinden können, was hier passiert ist. Eine Theorie, die gerade im amerikanischen Raum immer und immer wieder hervorgebracht wird, ist, dass diese Treppen für Rituale verwendet werden. Es gibt in Amerika tatsächlich viele Vorfälle, wo irgendwelche Kulte, die sich gegründet haben, sich in Wäldern treffen, um ihre seltsamen und teilweise auch verstörenden Rituale durchzuführen. Opferung von Tieren beispielsweise, die dann über ein Feuer gegrillt werden, von Leuten, die sich verkleidet haben und um das Feuer herumstehen. Es gibt auch die unterschiedlichsten Treffen von zum Beispiel Vereinigungen wie dem Ku Klux Klan, die sich regelmäßig in Wäldern treffen. Angeblich sollen diese Treppen vielleicht von solchen Sekten gebaut worden sein, die sie als eine Art Podest oder Podium nutzen, wo dann ein Sprecher oder Anführer sich draufstellt, um die ganze Situation zu beobachten. Dies ist eine Theorie, die vielleicht in gewisser Weise in Amerika Sinn ergibt, doch in Deutschland gibt es nicht wirklich gemeldete Fälle von Sekten oder Kulten, die sich eben in Wäldern treffen und so etwas gebrauchen könnten. Es ist also nicht wirklich eine universell mögliche Theorie, sie stimmt vielleicht in Amerika ein wenig, aber wir haben keinen Grund zu glauben, dass dies in Deutschland der Fall ist. Doch dann kommen wir jetzt eben noch zu der übernatürlichen Erklärung. Eine Erklärung, die immer und immer wieder hervorgebracht wird. Denn ein Punkt, auf den viele Leute sich fokussiert haben, ist der, dass man ein seltsames Gefühl hat, wenn man sich diesen Treppen nähert. Viele Leute hatten beschrieben, dass sie eben spürten, wie ihr Herz schneller schlug, wie sie Panik bekommen hatten, und deswegen waren viele sich sicher, dass etwas mit dieser Treppe nicht stimmen kann. Manche Leute gehen eben davon aus, dass man diese Treppen, wenn man sie im Wald sieht, niemals hinaufsteigen darf. Man darf sie nicht hochgehen, weil sie vielleicht dafür sorgen, dass man auf einmal verschwindet. Es gibt Leute, die behaupten oder die Vermutung aufgestellt haben, dass es sein kann, dass diese Treppen in eine Art andere Dimension oder sogar in die Hölle oder eben eine Unterwelt führen können. Dass man also diese teilweise sehr hohen Treppen hinaufgeht und irgendwann einfach verschwindet. Ihr müsst wissen, in Wäldern und Nationalparks verschwinden jedes Jahr Dutzende, wenn nicht sogar Tausende Menschen. Diese Menschen verschwinden scheinbar spurlos von der einen auf die anderen Sekunde und niemand weiß, wo sie sich aufhalten und ihre Leichen oder Körper werden nie wieder gefunden. Es gibt nun Leute, die eben behaupten, dass diese Treppen damit zu tun haben. Tatsächlich gab es in Amerika Vermisstenfälle in Nationalparks, wo eben Leute in der Nähe dieser Treppen verschwunden sind. Manche behaupten nun auf Reddit und 4chan, dass vielleicht diese Leute, die verschwunden sind, sich alleine getraut haben, die Treppen hinaufzugehen. Dass sie sich zum Beispiel von der Gruppe gelöst haben oder von ihren Familien, mit denen sie campen waren, und dann im Wald eine Treppe fanden und aus Interesse und Neugierde diese Treppe einfach hinaufgegangen sind. Vielleicht um oben einen schönen Ausblick auf den Wald zu haben, doch als sie dann diese Stufen hinaufstiegen, sind sie auf einmal in eine andere Dimension gelangt und verschwunden. Dies ist offensichtlich eine übernatürliche Theorie und wenn man dieser Theorie glauben will, muss man auch in gewisser Weise an das Übernatürliche glauben, sonst macht das Ganze nicht wirklich Sinn. Doch tatsächlich finde ich es relativ interessant, wenn man sich einmal anguckt, wie viele Menschen wirklich jährlich spurlos in Wäldern und Nationalparks verschwinden und wie oft doch Leute scheinbar solche Treppen in der Nähe der vermissten Orte gefunden haben. Es könnte sein, dass diese Treppen im Wald nichts weiter sind als Ruinen, auch wenn diese Theorie nicht alles erklärt. Doch vielleicht haben diese Treppen, die die unterschiedlichsten Leute in Angst versetzen, auch eine tiefere Bedeutung. Vielleicht gibt es ein Geheimnis hinter diesen Treppen, das wir noch herausfinden müssen. Und vielleicht ist es tatsächlich irgendetwas Übernatürliches, das hier vor sich geht. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.